Herzlich willkommen zu dieser Reise durch die Schweiz, nicht nur geografisch, sondern auch zeitlich. Wir gehen heute weit und weit zurück. Es ist unsere allerletzte Vorstellung ohne Publikum, mit einer Träne und natürlich auch mit viel Freude, dass wir ab nächsten Sonntag euch wieder hier im Saal begrüßen dürfen. Es ist zudem eine doppelte Premiere heute. Die meisten der restaurierten Filme aus unserem Archiv werden zum ersten Mal auf der Leinwand, werden zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Und nicht nur gezeigt, sondern auch live begleitet vom Pianisten Christian Henking, der sich gleich anschließend hier ans Klavier setzen wird. Es ist also nicht nur Stubenkino, sondern auch ein Stubenkonzert. Ich möchte mich ganz herzlich bei ihm bedanken für seine Bereitschaft, das so auch ohne Publikum hier im Saal durchzuführen. Und ich möchte mich auch bei Memoriaf bedanken, die etliche Restaurierungen von heute Abend mitfinanziert hat. Präsentieren wird das Programm unsere Verantwortliche für die Filmsammlung und für die Restaurierung, Brigitte Paulowitz. Ich habe noch ganz kurz ein paar allgemeine Informationen. Wie gesagt, werden wir am Sonntag wieder die Tore öffnen. Gleichzeitig wird aber zumindest der Sonntag weiterhin auch per Stream zu empfangen sein. Wir werden auch heute Abend eine Kollekte machen, das heißt eine virtuelle Kollekte machen. Sie finden Angaben dazu nach der Vorstellung und auch auf unseren Webseiten. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen angeregten, schönen Abend und eine wunderbare Reise durch die Schweiz. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Brigitte Paulowitz, ich bin die Leiterin der Filmsammlungen im Lichtspiel und Verantwortliche für diese Restaurierungsprojekte, die zum Teil auch schon einige Jahre zurückgehen, aber wie gesagt, alle oder die meisten davon das erste Mal heute Abend vorgeführt werden. Es hat natürlich auch einige unserer Lieblinge dabei. Der erste Film, den wir heute Abend zeigen werden, ist ein solcher Liebling, den wir immer wieder gerne programmieren, weil er ein spritziger Werbefilm für einen Lambretta ist oder für die verschiedenen Lambrettas, die es gab. Und der zweite Film begleitet, im zweiten Film begleiten wir Herrn Speck, einen Kinobesitzer der Frühzeit, durch Zürich, wie er seine Kinos bewirbt. Ich möchte danach noch einmal nach vorne kommen. Ich werde immer wieder dazwischen nach vorne kommen und die Filme kurz einleiten, kurz einige Worte dazu sagen. Ich möchte aber auch während der Filme immer mal wieder etwas sagen und dem Pianisten unterbrechen. Und ich möchte Sie dazu auffordern oder darum bitten, auch mitzuarbeiten, mitzudenken, mitzuschauen. Nicht alle Filme sind gut identifiziert, nicht alle Orte, nicht alle Personen, und wir freuen uns, wenn Sie daran teilnehmen und uns helfen, die Informationen in unseren Datenbanken zu ergänzen zu den Filmen. In diesem Sinne wünsche ich viel Vergnügen mit den ersten beiden Filmen. Thank you.
sehen wir das Riesenareal der Firma Innocenti in Mailand. In dieser Fabrik wird die berühmte Lambretta hergestellt. In hohen, luftigen Hallen werden die ersten Teile geprägt, Rahmen und Verkettung. Während in den mechanischen Werkstätten modernste automatische Maschinen die Motorteile verarbeiten. Die Lambretta setzt sich aus 1844 Einzelteilen zusammen, die alle aufs Genaueste geprüft werden, ehe sie zum Montagelaufband gelangen. Dort werden sie von bewährten Spezialisten zusammengesetzt und der modernste Motorscooter erhält Form und Leben. Neue Zeiten, neue Bedürfnisse. Alle 2 Minuten ist eine neue Lambretta startbereit. Ehe sie aber die Fabrik verlässt, wird jede Lambretta genau gewissenhaft geprüft. Selbst recht halsbrecherische Versuche muss sie aushalten, wie Sie hier sehen. Lambretta ist also keineswegs nur ein hübsches Spielzeug, sondern ein äußerst robustes und stabiles Fahrzeug für den dauernden Gebrauch. Ihre Möglichkeiten praktischer Verwendung sind nahezu unbeschränkt. Der Handelsreisende zum Beispiel, der seine Kunden besucht, findet selbst im dichtesten Gedränge leicht einen Parkplatz. Die Gemeindeschwester, aber auch der Pfarrer und der Priester, kann ihre Lambretta im Hause aufbewahren. Vor Schmutz und Staub geschützt, kann sie ihren täglichen Turnus viel schneller und müheloser absolvieren als mit dem Velo. Auch im regen Stadtverkehr lässt sich die Lambretta leicht und sicher steuern und man fährt den täglichen Weg zum Büro oder zur Fabrik billiger als mit dem Tram oder der Bahn. Für einen Mitfahrer zugelassen, ist Lambretta die ideale Maschine für die bescheidenere Börse. Der Lambretta-Lieferwagen gestattet Ihnen, Ihre Transporte mit wenig Kosten und in kürzester Zeit auszuführen. Die Lambretta mit Seitenwagen ist der Wunschtraum für die kleine Familie. Für den Arzt ist Lambretta von größtem Nutzen. Bei dringenden Anrufen kann der oft lange Weg zur Garage erspart werden. Und die Medikamententasche ist auf dem Rücksitz gut und sicher aufgehoben. Lambretta hält 35 Weltrekorde für ihre Schnelligkeit, ihre Ausdauer und Zuverlässigkeit. Ihr Steigvermögen ist unerreicht. Wollen Sie eine Vergnügungsfahrt über das Wochenende oder eine Ferienreise unternehmen? Bitte, die Lambretta ist bereit. Und was das Wichtigste ist, mit 2 Litern Benzin fahren Sie 100 Kilometer. Aber die Lambretta kann noch mehr. Von Montreux bis auf die Rocher de Nez hinauf fährt hier eine gewöhnliche Serienmaschine. 1770 Meter Steigung. Und auf einem Wege, der... Nun, jeder Kommentar ist da überflüssig. Gewiss, eine solche Leistung ist nicht jedermanns Sache. Aber sie gibt den unwiderlegbaren und amtlich geprüften Beweis für die Robustheit und die Steigfähigkeit der Lambretta. Dank ihrer großen Vorteile und ihres mäßigen Preises war die Lambretta 1950 der meistgekaufte Scooter der Schweiz. Die Lambretta kostet nur ca. 1400 Franken. Hier das Luxusmodell und das Volksmodell. Auf Wunsch gewährt unser Verkaufssystem große Zahlungserleichterungen. Wenden Sie sich an die offizielle Regionalvertretung. Thank you.
Ja, Sie haben es gesehen, bei dem letzten Film war die Sicherung und Restaurierung schon allerhöchste Eisenbahn. Erste Zersetzungserscheinungen der Nitratzellulose, Material aus den 1920er Jahren, das, wenn es nicht gut aufbewahrt wird, wenn es zu spät in ein Archiv kommt, Zersetzungserscheinungen zeigt, die man dann nicht mehr rückgängig machen kann. Der nächste Film ist ein Wochenschau-Zusammenschnitt, vermutlich zwei verschiedene Wochenschauen von 1923 und 1927. Wir konnten zumindest zwei Beiträge identifizieren. Einmal die Dixmude über Paris. Das ist ein Ereignis, das 1923 stattfand. Und ein Marathonschwimmen, Ocean Marathon von 1927 gegen Ende der Wochenschau. Diese Wochenschau zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie unheimlich viele verschiedene Farbverfahren verwendet oder Beispiele dafür zeigt. Es kommen rote Viragen, es kommen orange Viragen, es kommen aber auch blaue Tonungen gleichzeitig mit gelben Viragen und es gibt eine Sequenz aus dem Tessin, die den Fluss Tessin zeigt in Schablonenkolorierung. Das ist ein Farbverfahren, bei dem bis zu sechs verschiedenen Farben in einem Kader manuell aufgetragen werden können. Und die Ergebnisse sind immer wunderbar zu sehen. Ja, ich melde mich nach diesem Beitrag wieder und wünsche viel Vergnügen. Thank you.
Es ist immer noch ein spezieller Moment, diese Filme dann das erste Mal auf der großen Leinwand und mit Live-Musik zu sehen. Vielen Dank, Christian, das war wirklich sehr schön. Der folgende Film ist ganz eine andere Geschichte, auch eine andere Zeit, 1950er Jahre, aber wir bleiben in der Region, im Tessin. Ist ein Amateurfilm, ursprünglich 16mm Material, wie das gesamte Programm heute Abend ist auch dieser digital, der auch bereits schwere Zersetzungserscheinungen hatte, als wir ihn erhalten haben. Und wir sind froh, dass wir ihn noch retten konnten. Zeigt sehr schön Familienmaterial, das, wie sehr vieles Material einen Großteil unseres Archives ausmacht. Amateur- und Familienmaterial sind ja unser Schwerpunkt, eines unserer Schwerpunktgebiete. Und das ist auch ein besonders gutes Beispiel, weil es sowohl das Private als auch die Volksfeste in der Region gut einfängt. Der darauffolgende Film ist ein Werbefilm aus der ersten Hälfte der 20er Jahre der Firma Longines, auch einer unserer Lieblinge, weil er sehr schön den Arbeitsalltag in der Uhrenfabrik zeigt. Dann folgt noch ein Amateurfilm von Robert Ernst aus Winterthur, eine Fahrt durch die Jungfrauregion, die sich dann ins Tessin wendet, aber vielleicht auch in die Dolomiten. Und hier bitte ich Sie auch um Ihre Mithilfe. Wenn Sie etwas erkennen, können Sie uns das gerne schreiben. Wir sind wirklich auf die Mitarbeit des Publikums angewiesen, um solche Filme besser identifizieren zu können. Es ist eine Fahrt, eine Autofahrt. Robert Ernst war ein begeisterter Autofahrer, der sehr gerne gefilmt hat aus dem Auto. Es ist deshalb hin und wieder, es ist sehr bewegt, in jeder Hinsicht, würde ich sagen. Und danach melde ich mich noch einmal. Viel Vergnügen.
Thank you.
Thank you.
Auch hier wieder herzlichen Dank. Das ist wirklich immer ein Vergnügen, wenn man die Filme dann mit Musik sieht, hört. Der letzte Film war übrigens auf 35 mm gedreht, was sehr selten ist bei Amateuren-Privatfilmen, weil es natürlich auch sehr teures Material war und er ist eingefärbt, also sehr ungewöhnliches Material, an dem wir sehr viel Freude haben. Man sieht es auch an der Bildqualität, auch wenn es sehr bewegt ist, ist es doch wirklich auch sehr, sehr schön. Der letzte Film führt uns in einen Kursaal. Am 13. August 1932 in eine rauschende Ballnacht, die Hollywood-Ball genannt wird. Gedreht wurde der Film oder hergestellt wurde der Film von einer Turizia Film AG Zürich. Wir wissen nicht, welcher Kursaal es ist. Ich konnte es noch nicht identifizieren. Ich habe auch versucht, mit dem Datum die Zeitungen von Zürich und Bern zu lesen. Dort ist der Ball nicht angekündigt, aber es könnte natürlich auch ein Privatball gewesen sein, der gar nicht angekündigt wurde. Insofern, wenn jemand etwas erkennt, wir freuen uns sehr über Nachrichten und Mitteilungen. Dann wünsche ich noch eine rauschende Ballnacht. Viel Vergnügen und bis bald wieder in diesem Saal. Thank you.
Lieber Christian, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Begleitung. Die Filme leben auch durch die Musik und natürlich ist es ganz speziell, das live mitzuerleben. Dankeschön. Schön habt ihr diese Reise durch die Schweiz mit uns unternommen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir euch wieder hier im Saal begrüßen dürfen. Die nächsten öffentlichen Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite. Wir freuen uns auch über jeden Betrag auf eines unserer Konten. Die werden gleich eingeblendet und sind ebenfalls auf unseren Webseiten aufgelistet.
Ich danke allen Beteiligten und wünsche euch noch einen schönen Abend.